Naja, ich meine, sowas wie Aphelios, Aurelion Sol, Azir, ne, die können alle Games kosten. Ne, die können, natürlich können die alle Games kosten. Jetzt haben wir das große Problem, dass die wieder mal eine Diana gebannt haben. Das heißt, Cho'Gath haben wir auch noch nicht, oder? Cho'Gath Jungle, Brand Jungle. Können Brand Jungle spielen, maybe? Oder Momo Jungle? Am Momo Jungle, maybe? Aber Momo ist halt schon A, ne? Ich meine, wir haben halt kaum noch. Das ist mit Diana ist echt ein Problem. Vielleicht sollte ich einfach für Mitte queuen und sie Mitte spielen. Wir haben keine Jungler mehr. Wir haben legit keine Jungler mehr. So, okay. Ja, dann spielen wir den guten alten One-Hit-Amumu-Jungle, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ihr seid bereit. Der wird auf jeden Fall sehr damage-lastig gebaut. Der natürliche Counter für Master Yi im Übrigen. Kann ich Camille jungeln? Ich glaube nicht mehr. Das war mal spielbar, aber ist lang her. Ist lang her, dass das spielbar war. Danke an Idrin für den Support. Willkommen, willkommen. Brand kein Jungler. Also Brand ist eigentlich kein Jungler. Ich meine, wir haben vorhin eine Runde Waldbrand gespielt, aber eigentlich ist er kein Jungler, ne? So, mal gucken, ob alle ihre Champs spielen können. Die Gegner können schon mal. Na, aber wird schon passen. Die sind ja jetzt anscheinend DuQ gewesen. Das heißt, die werden schon wissen, was sie machen, ne? Wenn man halt schon in der Champ Select für die 5 Games geht. Komm, Amumu ist. Also, AP Amumu wird zünden, Leute, okay? Wir müssen jetzt halt ein bisschen flexibel sein hier mit den Champions am Ende, habe ich das Gefühl. Es sind jetzt noch 22 Stück. Wir müssen ein bisschen flexibel sein hier. Come play with me. Okay. Okay. Schauen wir mal, good luck have fun hier in den Chat. Wir starten wahrscheinlich Bot-Seite und dann jungeln wir uns nach oben, würde ich behaupten, oder? 30 seconds until minions spawn. So. Where are we going? Hier nach unten. Das ist ja der Musikgeschmack irgendwie verändert. Naja, nee, aber das ist, wenn du, weißt du, wenn du so unglaublich lange Streams machst, dann ist es sehr, sehr schwierig. Also, du brauchst halt diese elektronische Musik, um dich zu pushen. Nach 10 Stunden ist dein Kopf komplett leer. Weißt du, wenn du 10 Stunden League spielst, weißt du? Und ich brauche einfach die elektronische Musik, um mich halt zu pushen und wach zu halten und fit zu halten. Ja, können wir jetzt mal ein bisschen Filmmusik schauen, aber wir müssen, also, wir brauchen immer mal pushende Musik. Wie talentiert muss man für Diamond sein? Ja, die Frage ist, wie talentiert ist... Wen nehmen wir denn da als Beispiel? Mir fällt gerade niemand ein, Muss nicht talentiert sein für Diamond, also null. Talent hat damit nichts zu tun, das ist einfach nur eine Frage des Grinds. Muss nichts können für Diamond. Du musst einfach nur viel spielen halt. Also, und dann halt, du baust dir dann halt ein bisschen was auf. Bei manchen wird es schneller gehen, bei manchen langsamer, aber jeder kann Diamond erreichen. Also wirklich jeder. Ja. Wieso Amumu? Weil wir kein, also wir sind Jungle gefit, also wir müssen Jungle Diana gerade spielen. Aber das Problem ist, dass Diana jedes Game gebannt wird bis jetzt. Ja, dass wir spielen wollen. Und das große Problem ist, dass in der Liste gibt es aktuell keine Jungler mehr. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob ich vielleicht... Lol. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht so ganz, was ich machen soll, möchte ich ehrlich sein. Weil ich halt einfach den nicht, die Diana nicht durchbekomme. Und jetzt dann halt immer super weit nach vorne gehen muss mit den Picks.
weil halt einfach keine anderen mehr da sind. Wenn ich fragen darf, warum pushen sie sich so sehr für dieses Projekt? Sie müssen sich mich nicht siezen. Ich bin doch, also ich bin jetzt noch nicht so alt, ne? Ich hätte es gerne fertig. Also, das war eine interessante Erfahrung. Es gab viele Höhen, es gab viele Tiefen. Es war sehr, sehr anstrengend, ne? Aber ich hätte es jetzt einfach ganz gerne mal durch. Persönlich. Ich bin jetzt fertig. Ich bin jetzt fertig. Nice, der hier ist da. Vorsicht, hast du den nicht gesehen? Okay. Cool. Wir sind immer noch da. Das ist halt eine Fiesta hier, ja, ne? Okay, aber jetzt. Aber jetzt. Du und ich, Seth. Das Auto reicht nicht, ne? Okay, wilde Abtäusche auf der gesamten Karte gerade. Also wirklich sehr, sehr wilde Abtäusche hier, kreuz und quer. Okay, wir brauchen jetzt Damage. Das Wichtigste, wenn ihr Full AP am Momo ist, ist, dass ihr nicht irgendwas anderes außer Damage baut. Fand deine erste Insta-Story heute wild? Ja, ich habe leider gefettfingert und habe bei der Instagram-Story mein Mikrofon zugehalten. Aus Versehen. Ich habe da einfach drauf gedatscht. Ich kam da gerade aus der Dusche und wollte das mitteilen, ne? Weil wie man das als guter Influencer macht, der 10 Stunden am Tag A-Z-Projekt macht. Aber ich habe leider mein eigenes Mikro zugehalten. Und dann klang das so, als wäre ich irgendwie hier in der Waschmaschine oder so. Klang das. Was geht denn Botlane ab, Die neue Couch ist schon richtig nice. Da muss ich noch so ein bisschen Pflanzen drum rumstellen. Die ist so bequem, ne? Ich meine, die sieht ein bisschen wild aus, aber die ist schon wahnsinnig bequem. Ich mag sie, ne? Ich mag sie. Muss man mögen, keine Frage, aber ich mag sie. Oh, und jetzt die schöne Fiesta-Musik noch am Start. Was wolltest du denn sagen bei der Instagram-Story? Hallo, ich komme gerade aus der Dusche. Ich bin Influencer, ne? Durch und durch. Man nennt mich nicht umsonst den Professor, ne? Auf Instagram. So nennt mich jeder im Übrigen, ne? Vielleicht solltet ihr euch das auch mal überlegen, weil ich hier viele andere Anreden sehe. Der denkt, er kann gegen den Full AP Amumu hier irgendwas machen. Resistance is futile, Master Yi. Das hier. Und jetzt seht ihr gleich die gute alte Gorilla-Bomb auf der Botlane. Die habe ich von Sloppy Walrus gelernt. Die seht ihr jetzt als nächstes. Ich hoffe, ihr seid bereit. Actually, was sind Smiten, damit wir voll sind? Diese Botlane, wie sich die ganze Zeit ins Gesicht klatschen.
Sie mal ein Sekündchen warten können auf mich, oder? Ja. Zack, zack. Den Botlane von den Gegnern scheinen relative Griefer zu sein. Dementsprechend stellen wir uns jetzt lauernd schon hier direkt hin. Let's watch this, guys. Ich nenne es den Brückschen Tilter V2. Und jeder nennt ihn so, ne? Oh ja, jeder nennt ihn so. Der war sehr bad, by the way. Da wurde ich leider ordentlich outplayed. Boah, der war so knapp, ey. Das war ja so knapp für sie. So. Ne, das hat man, macht das mal nicht. Das war mein Bad. Hier. Jetzt mit einem Drake. Ich wollte da natürlich beide ulten, ne? Wehe, der Yasuo läuft jetzt hier um die Ecke. Ich hab kein Flash, ich wäre einfach tot gewesen. Fuck. Und staggert mir ihn und tötet ihn. Entschuldigt bitte, das war nicht lustig. Das war überhaupt nicht lustig. Das ist mir gerade nur so rausgerutscht. Diamond 1, Baby. Right there. Der ghostet mich. Nee, ich glaube, in dem Game sind wir sicher vor Ghosts, Leute. Der sieht alles relativ legitim aus hier. So, perfekt. Dem ist es aufgefallen, dem Kollegen. Ja, das hat bestimmt schon 24-Stunden-Stream hinter sich. Okay. Ich glaube, anders ist das nicht zu erklären. Was da gerade passiert ist. Auf meinem Screen. So. Hätte schon mal jemand gesagt, dass dein Mikrofon aussetzt, wenn du laut schaust. Ja, aber. Ich mache jetzt tatsächlich ein professionelles Streamer-Setup, Leute. Ja, es ist soweit. Ich werde tatsächlich ein professionelles Streaming-Setup mir holen. Ich werde umsteigen von meinem 5 Jahre alten Mikrofon, meinen unterschiedlich großen Bildschirmen, wo der eine 10 Jahre alt ist und nicht mehr richtig auf seinen Sockel passt, und null Kabelmanagement. Mit Facecam. Ich werde mir eine richtige Kamera kaufen, aber ich werde die natürlich nicht benutzen. Aber ich werde sie auf jeden Fall haben für den Notfall. Ja. Ich werde sie auf jeden Fall, für den Notfall werde ich sie immer haben. Ja. Ich anzappe. Ja, das ist zu professionell. Ich weiß. Hey, nice. Ich komme mal hier runter. Ich hoffe, dass die vom Yi gegankt wird unten. Dann bin ich nämlich da. Und dann kann der Tengel wieder zuschlagen her. Bin ich ulten, oder? Problem. Da unten ist ja noch ein Freakill.
Ja, sorry, Mel. Ah, die ist schon tot. Dann nehme ich deinen Red Buff. Niemand. Ja, Red Buff für mich. Und dann können wir vielleicht, wenn er jetzt so in Mitte läuft, können wir ihn hier kurz absnipen. Ah, nevermind. Wahrscheinlich können wir ihn nicht absnipen. Der könnte einen Riecher haben, wo wir sind. Okay, dann drehen wir wieder um und gehen jetzt wieder nach unten, ja. Mastermind-Move, ja. Das ist genau, was ich wollte. Oh, Baby. Dass das geklappt hat. Geklappt hat. Ich kann's nicht glauben, ne? Ich kann nicht glauben, dass das geklappt hat gerade. Ja, schön gemacht. Ein bisschen in von mir. Bisschen schön gemacht von ihm. Ich habe gerade. Was war das für ein olympischer Weitwurf, Da war ein bisschen olympischer Weitwurf gerade von uns. Okay. Ist das Projekt schon bei A? Nee, es gibt bloß keinen Jungler mehr. Okay. Weißt du? Eigentlich muss ich Diana spielen. Das heißt, ich muss für Jungle queuen. Aber das Problem ist, dass Diana jedes Game gebannt ist. Und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll gerade. Das heißt, praktisch, es gibt nur noch einen einzigen Jungler in-game und das ist Amumu. Das heißt, wenn wir jetzt Amumu fertig haben, dann haben wir keine Jungler mehr, außer Diana. Das heißt, vielleicht muss ich Diana einfach mitspielen. Das ist natürlich blöd, ne, weil sie da eigentlich nicht hingehört, aber bleibt uns wohl nichts über. Das ist ein Wort. Hier, hier hat gerade viel Gold bekommen. Nee, der Yasuo hat. Obwohl, die haben einfach alle viel Gold bekommen gerade, glaube ich. Das war eigentlich einfach overall sehr bad für uns. Wer zur Hölle hat meine Top-Seite nehmen können? Hä? Was? What? Wer war denn hier drin? Der Gragas! Oder was? Ja, der Gragas. Man sieht's hier, ne? Versteht's. Das Game ist. Ich meine, es ist sehr schwer zu verlieren. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht verlieren kann, ne? Wir hatten genau so eins, hatten wir vorhin schon mit Brand. Genau so ein Game hatten wir vorhin schon mit Brand. Das eigentlich nicht mehr losable aussah, haben wir es trotzdem verloren. Ja, wird der gerade von der Lulu solo killed? That's not very good. Komm dich retten! Nein, Lulu! Wow. Okay. Ah, schöne Kombo. Wann wird AP Amumu stark? Du fragst die falschen Fragen. Wann ist AP Amumu nicht stark, solltest du fragen. Also eigentlich immer, ne? Ja. Oh, mal kurz hier rüber. Den Herald hier haben. Ich meine, wir können für Jungle, wir können noch Waldbrand spielen und irgendwie. Wir könnten Waldbrand spielen und irgendwie. Und irgendwie Cho'Gath oder so vielleicht. Oh, ich glaube, wenn ich es direkt mache, ist er tot, ne? My bad. Aber my bad, Dann sind wir hier auch einfach getragen gerade, ne? Es ist crazy, dass ich die nicht mal one-hitten kann. Wo kann man sehen, wer Wards gelegt hat? Wenn du hier draufklickst, kannst du hier unten auf das... Da, siehst du es? Source, Holdelige, Jinx.
Das heißt, zum Beispiel in dem Fall weißt du, die Jinx hat den Ward gestellt. Wenn du hier rüber gehst, Control Ward geht's nicht, aber bei allen Trinket Wards geht's. Ja, zum Beispiel hier, Toaster. Dieser Ward ist von Toaster gestellt, also von Victor, zum Beispiel. Wait, was, ein Pendel? Was? Ach so, ja. Ja, haben wir gewonnen, ne? Cool, cool, cool. Der war jetzt ein bisschen lame, ey. Amumu ist so ein cooler Champion. Ich wollte euch den eigentlich noch ein bisschen besser präsentieren, ja. Das ist echt ein cooler Champion. Aber ich sollte, glaube ich, mal über gewonnene, geschenkte Games, na, sollte ich mich wahrscheinlich freuen und nicht ärgern. Bot Gap as always. Ja, ja. Hoffentlich haben die nicht gesehen, was der gemacht hat, der Kerl, ne? Hoffentlich haben die nicht gesehen, was er gemacht hat. Joi! Überhaupt nicht gesmited, Bushi! Und jetzt ist Jungle Diffen. Ne, weil die meisten denken dann immer... Die meisten denken dann immer, sie müssen dodgen, weil gleich kommt der Tangle. Aber da kommt einfach die eingelaufene Ult, die kommt dann. GG will blenden. Er sagt Bodyblock, ja, das war so lustig. Da war einer der coolsten Momente in der ganzen Challenge. Wo ich einfach da mit 50 Leben am Drake stehe. Und er läuft einfach vorbei. Ist einfach vorbeigelaufen an mir. Das war so schön, ne? Die haben alle wahnsinnig gut gespielt. Ich auch noch mal Lulu, glaube ich. Aber die haben alle super gut gespielt. Jetzt, wie schnell bist du denn bei A angekommen? Nee, leider sind wir noch nicht bei A. Das wäre natürlich gut. Wir haben bis jetzt 9 Champions heute geschafft. Aber wir sind immer noch bei D wie Diana. Das Problem ist, also Diana ist unser letzter D-Champion.